tech and you know we love those. Oh. And something about the shows make them take off their clothes like. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skywars hier auf dem Mondopia-Server. Und ja, wie ihr es vielleicht schon seht, haben wir jetzt die 100.000 Punkte geknackt. Ist auf jeden Fall eine relativ coole Zahl, würde ich sagen. Und ja, was ich auch sagen wollte, dass bald mal wieder eine High-Fisk-Folge kommen wird, aber ja, ich habe keinen Bock, ich werde jede Runde zerteamt, das nervt so derbe. Deswegen werde ich mal gucken, ob ich mit irgendjemand anderen zusammen eine High-Fisk-Folge aufnehme oder so. Ja, keine Ahnung. So, deswegen kommt jetzt einfach mal wieder Skywars. Ich hoffe, als nächstes kommt High-Fisk. Ich hab keine Ahnung. Oh, Junge. Ich baue mich immer zu Leuten hin, die Enderperlen haben. Das versaut jetzt die ganze Runde, weil ich jetzt... Obwohl, ich habe genug Blöcke wenigstens. So, der Typ baut sich auch zu uns hin. Oder auch nicht, weil er auf einmal Angst bekommen hat. Kann sein, dass ich mich ein bisschen anders höre, weil ich ein bisschen erkältet bin. Ich weiß nicht. Junge. Nice. Okay, er hatte viel stärkeren Stuff als wir. Zum Glück haben wir den bekommen. Okay, sein Diabus-Panzer, wenn er einen hatte, ist runtergefallen leider. Ich glaube, er hatte einen. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Okay, wir gehen jetzt am besten zur Mitte. Eigentlich ist unser Stuff ganz okay, deswegen. Dürfte schon sein. Ich bin auch immer noch Platz 3, also weiter zu steigen ist auch relativ schwer, weil die ganzen Leute da ziemlich viele Kills haben. Ich bin aber, glaube ich, der mit den zweitmeisten Punkten, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Okay, Regenerationstrank trinken wir jetzt auch mal, dann ziehen wir unsere Rüstung gleich an. Und dann leben wir nur noch zwei Gegner, wenn ich das richtig sehe, ja. Okay, der eine spannt ganz jetzt seinen behinderten Bogen. Okay, ich will jetzt auch nicht stundenlang den Stuff hier gucken, was ich brauche und was nicht, deswegen greife ich jetzt auch einfach an. Das Schwert war natürlich schon ganz schön. Junge, schießen die auf mich. Okay, ist halt die Frage, wen wir als erstes töten, dass wir schnell den anderen töten können. Hier ist ja schon ein kleiner Weg entstanden. Ich habe zwar das Gefühl, dass der Typ mich runterschießen will. Okay, Junge, das reicht mir. Ich weiß nicht. Oh, er bringt sich einfach um und sagt GG, weil er so ein Scheißspieler ist. Okay, merkt euch den Namen von dem Scheißtypen da. Das ist ein Randy. Okay. So, damit haben wir die erste Runde gewonnen und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. So, da sind wir jetzt auch schon in der nächsten Runde hier auf dieser Creeper-Map. Ja, ist auch eine ganz gute Map. Hier kann man auch relativ schnell töten. Ja, gucken, wir haben zwei Kisten natürlich, was wir bekommen können. Okay, guten Stuff eigentlich, ja. Sehr guten Stuff. Das ist eigentlich perfekter Stuff, wenn man sowas am Anfang bekommt. Damit kann man schon mal richtig fett Leute töten. Okay, ein besseres Schwert wäre natürlich noch schön, aber an sich, unsere Ausrüstung ist halt richtig krass. Okay, der eine bleibt da oben lieber noch ein bisschen in seinem Glas drinne. Ich glaube, er leckt, würde mal rausfallen und er hat sich da eingebaut. Keine Ahnung. Ja, wir gehen jetzt, der eine wirft eine Enderperle. Okay, wir gehen am besten zu dem Typen hin. Ja, er will natürlich sofort mit dem Bogen-Spam hier. Danke fürs Diaschwert. Okay. So, jetzt haben wir schon mal ein Diaschwert. Das ist schon mal schön. Wir haben auch seinen Bogen mit seinem Pfeil bekommen. Ja, es lohnt sich nicht, ihn abzuschießen. Okay, der hat irgendeinen Effekt drin. Ich weiß nicht, ob es was Gutes ist oder was Schlechtes. Ich glaube eher, das ist was Gutes, obwohl es ein bisschen auch nach Schwäche die Partie eben aussah. Ich hatte kurz einen Leck. Jetzt habe ich ihn runtergeschubst. Das wollte ich natürlich nicht. Oh. Okay, egal. Wir gehen hier weiter. Wir gehen eine ganze Runde rum. Zur Mitte gehen lohnt sich eigentlich relativ wenig, weil man halt relativ schnell, wie gesagt, schon zum nächsten Spieler kommt. Okay, natürlich Regenerationstrank trinken und dann Elena von hinten töten. Oh, leider die Pfeile nicht mehr bekommen. Das ist ein bisschen schade. Die Pfeile hätte ich gerne gehabt. Aber egal, brauchen wir auch nicht so wirklich. So, noch drei Spieler, das heißt noch zwei Gegner haben wir. Ich glaube, die sind in der Mitte, aber ich bin mir auch nicht sicher. Da hinten ist einer. Aber der andere ist, weiß ich nicht. So. Keine Ahnung, wo der andere hin ist, ob er irgendwo hinten ist. Auf jeden Fall gehen wir mal nach da. Den holen wir uns jetzt. Vielleicht ist es auch ein Fehler, obwohl. Einer lebt auf jeden Fall noch. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Aber wenn wir den holen, ist auch schon schön. Okay, und ja, wegen dem Community-Projekt wollte ich noch eine Sache sagen. Da ihr einfach auf den Server raufjoinen könnt, einfach so, dass es, und ich euch dann vielleicht annehme und nicht jetzt in die Kommentare schreiben werde, ja, du bist angenommen, du nicht oder so. Oh, GG. War ein harter Kampf. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der dritten Runde wieder. So, Leute, da sind wir jetzt auch schon in der dritten und letzten Runde für heute. Und ja, ich hoffe, dass die Runde jetzt klappen wird, denn ich leck ganz halt so rum, dass ich immer nur austime und so. Ist echt behindert, die letzten 50 Minuten ungefähr. Deswegen kam die Runde jetzt, kommt jetzt übel spät danach.
Und davor die Runden wurde ich auch immer ganz nett runtergeschubst, das will ich auch nicht zeigen. Ich frage mich heute, heute sind, keine Ahnung, ich glaube fast alle Leute übelst lang und schubsen die ganze Zeit runter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht austime. So, deswegen hoffe ich die Runde halbwegs okay hinzubekommen. Ich hatte vorhin auch eigentlich eine ganz gute Runde, aber dann hat der letzte Typ ganz halt versucht, mich runterzuschubsen und das stundenlang. Ja, nicht stundenlang, bestimmt 10 Minuten. Dann habe ich die Runde auch nicht genommen, obwohl ich sie am Ende gewonnen habe. Aber ja, es gibt halt Leute, die echt abfucken in letzter Zeit hier. Okay, den Typen holen wir uns. Wir haben so OP-Equip. Ah, er hat uns angezündet. Wir haben auch gar keinen Wassereimer. Aber wir haben natürlich einen Healpot. Trinken wir mal auch, wenn es nur um ein Herz oder so geht. Okay, Typ, komm rüber. Oh, das war ein bisschen low. Ja, okay, ich muss gerade jetzt auch ein bisschen wieder einspielen, weil ich jetzt eine Stunde oder so nicht gespielt habe. So, okay, machen wir das so. So, ja, die zwei Dias brauchen wir im Moment noch für gar nichts eigentlich. Wir essen mal den Gold ab und dann werfen wir die Enderperle. Ich weiß nicht, am besten in die Mitte oder? Ja, in der Mitte ist auch jemand mit richtig starkem Stuff da hinten. Komm her. Ja, er rennt weg, er hat wahrscheinlich gerade richtig den Schaden bekommen. Lol, er backt zurück. Es tut mir natürlich leid. Aber kann man nicht ändern, okay. Da hinten will natürlich der andere jetzt so ein bisschen abstauben oder so. Ich probiere mal kurz vielleicht noch ein klein wenig vom Stuff abzubekommen. Eis, ja, eine Hose wäre schon... Oh, nee. Da kommt ihr auf einmal... Oh, Leute. Das war knapp, das war total knapp. Okay, Regenerationspot rein. Ich habe mich, glaube ich, selbst mit Schwäche ein bisschen gemacht. Okay, ja, ich wollte auf jeden Fall erstmal ein bisschen Stuff hier looten, der hier noch liegt, weil das ist echt starker Stuff. Okay, leider hat der ja noch keine Enderperlen mehr. Okay, wir sind fast full Dia. Ah doch, er hatte vier Enderperlen, haben wir. Okay, der letzte Spieler wird jetzt auch noch sterben gehen. Und dann hoffe ich, die Runden haben euch gefallen. Ich würde mich mal wieder über eine positive Bewertung freuen. Keine Ahnung, 60 Likes wäre schon ganz geil. Oh, haben wir dem noch gegeben. Und ja, GG, das war's dann für heute. Zum Glück habe ich jetzt eine Runde hinbekommen noch, weil ich habe die ganze Zeit mega die Lags und so gehabt. Und ja, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.